Dem ist es halt zu viel Karotten. Wir müssen die Hälfte mindestens wegschneiden. Dann mal. Ich sag, es gibt morgen einen Eintopf. Okay. Woo! Yeah! Und da ist noch eine. Irgendwas findet man immer, weil eigentlich bis auf Öl und Salzen und Gewürze und sowas braucht man nicht viel zu kaufen. Besonders wenn halt ein paar Leute zusammenlegen, dann gibt es eigentlich kaum Durststrecken. Aber hin und wieder findet man zum Beispiel halt nur Bananen und Kohl, aber das reicht natürlich auch nicht. Eier, die Haferdinger sind alle dafür. Und die Trapez nicht. Ja, und dann gibt es dann auch so Zeiten, wo man ganz sicher total viel findet, wie Weihnachten, Ostern und solche Sachen, oder Silvester, da schmeißen sie so viel arges Zeug weg. Ganz viel Bier haben wir letztens eine Lieferung gekriegt, gedumpstet. Das kommt vom englischen Dumpster Diving, also Mülltonnen tauchen. Ja, bei uns ist es halt Müllstiedeln. Wir suchen uns halt die schönen Sachen aus dem Müll. Ja, Dumpstern ist halt auch so, dass man die ganze Verpackung nicht extra kaufen muss, sondern man nimmt den Dreck so, wie er ist oder so. Okay, wir haben Leibniz-Kekse, andere coole Kekse, noch mehr Kekse, Tortilla! Und noch mehr Kekse! Und Schokolade! Kleben! Große Schokoladefunde gibt es die ganze Zeit, das ist arg. Wir wittern eine kapitalistische Verschwörung, die wollen uns träge und schlapp machen. Man freut sich einerseits, dass man was findet, weil dadurch braucht man eben kein Geld ausgeben. Aber man ärgert sich, dass eben so viel weggeschmissen wird, dass so verschwenderisch mit dem Lebensmittel umgegangen wird. Ja, und dass es uroft da eben dann auch weggeschlossen wird, damit ja niemand zu den guten Lebensmitteln hinkommt, die sie wegwerfen wollen. Graz ist ein Eldorado für Dumpstern im Vergleich zu Wien. In Wien ist es wirklich lästig. Kommt man halt nirgends dran, da ist alles in separaten Müllräumen eingesperrt. Recht häufig sind austreibende Kartoffeln, Brot, das halt am gleichen Tag abläuft, das sind mitunter ganze schwarze Müllsäcke halt. Hin und wieder Joghurt und also Milchprodukte,
teilweise ein paar Tage halt. Aber die halten eh immer lang nach dem Ablaufdatum. Avocados und Bananen mag ich eigentlich gar nicht mehr aus dem Geschäft. Die sind so steinhart. Also die erreichen erst den richtigen Reifegrad, wenn sie dann eigentlich weggeschmissen werden. Also ich sehe das so, es ist klar, dass eine Gesellschaft eher was wegwirft, als wie zu wenig hat, logischerweise. Aber es macht halt keinen Sinn, dass halt Spargel aus Peru hergebracht wird, damit wir ihn dann wegwerfen. Wenn man dann einmal irgendwann zufällig im Supermarkt ist und dann denkt, das habe ich gestern gefunden, das finde ich auch die ganze Zeit. Ich meine, wir finden ja wirklich manchmal Sachen über 100 Euro im Wert. Also es ist wirklich, ja, es ist lustig, wenn man dann einmal im Geschäft ist. Ja, einmal bin ich auch am Tag Darmstern gewesen und da war eine Frau, die hat gemeint, sie soll das Zeug wieder reinschmeißen, weil es ist Diebstahl, was ich da mache. Und sie wollte auch die Polizei holen. Und ich finde, man sollte auch mehr am Tag Darmstern gehen und eventuell auch fragen, ob man die Sachen aus den Tonnen nehmen darf. Oder es einfach rausnimmt, weil, ja, dadurch werden die Verkäuferinnen damit mehr auseinandergesetzt und haben die Chance, sich mehr damit auseinanderzusetzen und das den Leuten irgendwie auch zu erlauben und vielleicht auch irgendwie in Kisten schön aufschlichten und das ganze Essen, dass man es nicht aus den Tonnen rausnehmen muss. Das wäre cool. Jeden Dienstag haben wir da halt Vorkühl. Da gehen wir halt am Montag einigermaßen organisiert und koordiniert auf die Suche. Und hin und wieder setzen wir halt Sachen in der Stadt aus. Oder Krapfen, eben wie Krapfensaison war oder so, sind wir in der Stadt gegangen und haben halt die Art Krapfen ausgeteilt. Meistens eigentlich oder sehr häufig kommt die Darmsternware sowieso in Spektral und dann wird meistens für mehrere gekocht, also für alle Anwesenden halt, die da sind. Also es ist nicht ganz privat, sondern eher Fokü. Fokü ist ein Aspekt von Schenkungswirtschaft. Ja, es soll halt irgendwie gutes Essen für alle verfügbar machen. Das ist eigentlich das Ziel, würde ich mal sagen. Mit dem Hintergedanken, dass die Leute dann auch nicht Zeit verkaufen müssen, um sie die Sachen zu kaufen. Beziehungsweise Strom sparen, indem sie sich nicht selber kochen, sondern also jeder Einzelne, sondern indem einmal gekocht wird und durch Strom gespart. Zusammen kochen viel mehr Spaß als allein und zusammen essen auch. Wohlstandsmüll, oh Wohlstandsmüll,
es lebt sich so gut vom Wohlstandsmüll. Ciemko są i moim pogadanym rytmem o to.